Könnt ihr einen Botenvogel schicken, dann erst du? Einmal durch, habe mir. Sieh mal durch, Entschuldigung. Ich meine, es ist Nacht. Oder dauert es zu lange? Soll kein Wulkchen einfach schnell hin und her reisen? Eine Meile ist jetzt nicht so viel. Da sterben Männer und Frauen. Und dann Wo denn, sollten wir Rafim? uns beeilen. Ich denke auch nicht, dass wir eine dämonische Essenz hier gerade beschwören Ich halte sollten, für wenn eine überhaupt. gerne gute Idee, hier in der Nähe dieses kleinen Sanktums so etwas zu tun. Ihr könnt von unten das Klackern von Metall auf Stein hören. Was war das? Holtaxe, was ist das Rammetall. Geräusch? Macht euch bereit, irgendwas kommt da. Moment, Moment, lass mich hören, lass mich hören. Ich würde mal lauschen. Spitzhacken. Oh, Zwergische Spitzhacken. wir müssen runter, das sind zwergische Hacken. Das klingt gut. Wenn es Hacken sind, sind sie wohl am Graben. Was sollen wir denn Ja. dort unten? Jetzt lasst uns runter. Na, nein, wenn es unsere sind, weiß Albrax Bescheid. Wir müssen ihn fragen. Wenn es nicht unsere sind, was, wenn es irgendwelche untoten Zwerge sind? Untote. Ich gucke mich mal um. Sind hier noch irgendwo in der Nähe Truppen unterwegs? Also du kannst sie von hier aus sehen. Der Schneesturm hat natürlich zugenommen, der Aschesturm, aber ansonsten, also auf Rufreichweite. Es gibt jetzt keinen Läufer, den man irgendwie abpassen könnte und eine Nachricht mitgeben. Sicherlich, also gerade wenn ihr am Rand irgendwo steht, dann wird es da auch Läufer geben. Dann lasse ich mir irgendwie von Abel mir ein Stück Papier geben und kritzel da schnell eine Nachricht in Albax drauf, ob das sein Tunnel ist. Dann gebe ich ihm die mit. Und das hier vor, um da runter zu gehen. Auf die Mauer. Kannst du dann kurz rüber zu dem Ende der kämpfenden Truppen gehen? Da haben wir wohl immer noch alles unter Kontrolle. Gerade wenn du dich jetzt mit den einzelnen Infanteristen so ein bisschen beschäftigst, während du dann diesem Läufer den Zettel übergibst mit der Nachricht, er soll das Albrax überbringen, kannst du wohl erkennen, dass die nicht mit normalen Hellebarden und Piken kämpfen, sondern auch diesen mit Silber. Es ist viel Öl auf ihnen, sodass sie glitzern und dann eben auch mit Silberpulver eingerieben, sodass sie dann eben perfekt gegen Werwölfe gewappnet sind. Mittlerweile hat das Kreien, Schreien und Brüllen der Werwölfe wohl auch zugenommen, die wohl sich immer noch auf der Mauer oben befinden und dort wohl angefangen haben zu schlachten. Der Läufer sprintet los und nach 5 Minuten kommt er wieder. Verzeiht, ich habe die Nachricht von dem Hochkönig. Er sagt, er weiß nichts von irgendwelchen Sapeuren oder Pionieren. Wunderbar. Danke. Wegtreten. Jawohl, Sir. Dann werden sie wohl zur Gegenseite gehören. Sollten wir da nicht hier oben warten und ihnen ein paar Pfeile entgegenschicken, wenn sie versuchen aufzuklettern? Das sollten wir wohl. Oder ist jemand unbedingt versessen darauf, da unten alleine den Kampf aufzunehmen? Denn zwei von uns werden nicht in diesen Tunnel passen. Heutags, du hast da unten immer noch deinen Bruder gesehen. Simax. Wir sollten da auf jeden Fall runter und nach dem Rechten sehen. Wir sollten auf jeden Fall sicher ihre Identität feststellen, bevor wir sie umbringen. Richtig. Ich würde vorschlagen, ich gehe einmal runter. Goldax, warum gehen wir nicht zu dritt? Ich, Mira und ihr. Naja, weil ich in diesem Tunnel am einfachsten laufen kann. Ich meine, ihr verstopft den Tunnel ja. Ich kann einmal nach vorne schleichen, mich kurz umgucken und ja, ich kenne mich ja unter der Erde ohnehin am besten aus. Da. Nun, mir wäre wohler dabei, wenn ihr euch wenigstens unsichtbar machen könntet. Ist das euch möglich? Nein. Ich weiß nicht, Boltax, das klingt sehr gefährlich. Warum binden wir nicht ein Seil um und wenn er ruft, ziehen wir ihn wieder hoch? Nun ja, besser als nichts. Hat jemand ein Seil oder müssen wir auf Olf zurückgreifen? Selbstverständlich. Ich meinte ein normales Seil, Isarun. Ja, ich habe ein normales Seil. Ihr habt kein Seil. Nein? In einem Ich habe. Heerlager, warum soll ich ein Seil mit mir herumtragen? Isarun, ich habe auch ein Seil. Das ist schön. Wollt ihr eures benutzen? Ich bin nämlich nicht besonders geübt im Knoten machen, um ehrlich zu sein. Oh, mit Gewalt geht alles. So, schön feste. Na gut. Ach, sieht gut aus. Dann mal runter. Und seid bloß vorsichtig. Ja. Ja.
Ja, also du kannst dich langsam runterlassen, klettern. Es gibt sogar fast so etwas wie Trittstufen. Aber wirklich viel Zeit hatten die Zwerge wohl nicht, das auszubessern. Vor allem im Krieg ist dafür auch keine Zeit. Du begutachtest das Ganze, es sind auch keine Runen oder so etwas eingraviert. Der Tunnel ist sicherlich 6 Jahre alt. Würde drauf passen, vor 6 Jahren gefertigt in der Dämonenschlacht. Ja, dann würde ich mich mal vorsichtig nach vorne bewegen, um zu gucken. Also ja, das Hämmern von, oder das Tocken von den Spitzhacken wird lauter. Es klingt aber merkwürdig, hohl, alt. 100 Meter kannst du dich in die Richtung des Todeswalds bewegen, bis sich dann der Raum so ein bisschen öffnet in einer Kaverne. Das Ganze wird größer und du kannst erkennen, wie hier wohl direkt an der Todeswallmauer, die hier nach unten runtergewachsen ist, 3, 4 Zwerge stehen und sitzen. Es handelt sich dabei offensichtlich um 3 Ambros-Zwerge, die hier geisterhaft durchsichtig dich mustern. In ihren Augen kannst du Verzweiflung erkennen und ein weiterer, etwas dünnerer Zwerg auf einer Bank sitzt und gerade eine Pfeife schmaucht. Er ist ebenso geisterhaft. Geister? Oder was tust du hier? Ihr seid keine bösen Geister, oder? Böse. Ihr ist alles böse. Ihr auch? Nein, ihr seid nicht böse, oder? Du kannst sehen, wie wohl einer der Ambus-Zwerge mit seiner geisterhaften Pike auf die. Ja, es ist tatsächlich ein Stück Mauerhaut und irgendwas absplittert, was sich aber auflöst und sofort wieder anwächst. Einer der anderen Zwerge kommt auf dich zu. Ich bin Xemrasch, Sohn des Xaurgrim. Das ist Kogash, Sohn des Kendrasch. Und das ist Undrasch, Sohn des Kundrasch. Und er da? Dabei deutet er auf mal den Hügelzwerg, das ist Ingrasch Apfelwiese. Den brauchst du nicht. Habt ihr meinen Bruder gesehen? Es? Nein. Wie heißt du denn? Ich bin Boltax. Mein Bruder ist Simax. Ich hab ihn vor kurzem noch gesehen hier unten. Einen Simax haben wir hier nicht gesehen, nein. Vielleicht hast du Ingrasch gesehen. Der sagte, dass oben irgendwelche Langbeiner stellen. Ihr kämpft gegen die Mauer, nicht wahr? 6 Jahren. Ah, Scheiße, also, ist das schon so lange her? Oh, dann seid ihr keine bösen Geister. Bei Angroschbart, muss uns erlösen. Bei Angroschbart, das will ich gerne tun. Sagt mir, wie Boltax, ich euch... Hilf uns. Du kannst erkennen, wie ihre Augen wohl umrandet sind, auch wenn sie geisterhaft und durchsichtig sind, aber sie sehen unglaublich traurig aus. Ich will euch gerne helfen. Sagt mir, was ich tun kann. Xemrasch kommt weiter auf dich zu, umklammert dich jetzt mit den geisterhaften Händen, versucht dich so ein bisschen hochzuheben und du merkst auch wohl, wie du so ein bisschen telekinetisch schwebst. Quälende Verbrennung, den Schmerz, die Verzweiflung. Wir müssen hier durchbrechen und können es nicht. Die Mauer ist wieder zugewuchert, zugewachsen. Sie haben Öl von unten geschüttet. Irgendwas kam wohl von unten runter. Wir hatten das fast geschafft. Wir hatten es gestützt und dann kamen die Golems. Mit den Ranken und dem Feuer und den Säuren und... Was tut so weh, Boltax? Ich kann euren Schmerz sehr gut nachvollziehen. Sagt, wenn wir die Mauer für euch durchbrechen würden, würdet ihr dann eine Lösung finden? Ja, wir wissen es nicht, aber ich glaube schon. Gut, dann lasst mich meine Freunde holen und wir werden das vollenden. Geh jetzt nicht, Boltax. Nein, ich komme gleich wieder. Boltax, nimm die Spitzhacke. Ja, gut. Ich greife mal nach der Spitzhacke. Du hältst deine geisterhafte Spitzhacke in der Hand, die sich vor dir wieder auflöst, in deinen Händen zerfällt. Ich glaube, das kann ich nicht so gut wie andere. Wartet einen Moment. Isarun, Abelmir, Raphim. Es ist alles in Ordnung. Hier sind Freunde. Ja, ihr könnt auf der anderen Seite nur Hallen hören. Irgendjemand ruft dort wohl, aber über die 100 Meter des Gesteins geschluckt, könnt ihr nur noch das Echo hören von Boltaks Stimme. Daumen Hilfe. Er ruft. Vielleicht ist er in Schwierigkeiten. Und er hat das Seil losgemacht. Wir können ihn nicht ziehen. Wirklich? Dann müssen wir ihm nach. Raphim geht da runter. Ich folge mal Boltaks Stimme. Es dauert ein bisschen länger, bis du dich dann durch diesen engen Gang durchgeschoben hast, bis du dann auf die Kaverne triffst.
siehst da wohl, wie hier wie so ein kleiner pausbäckiger Zwerg geisterhafter sitzt und so gerade so einen schönen Kreis mit seiner Pfeife dir entgegenbläst. Ja, Rafim, gut dich zu sehen. Das sind unsere Freunde, die wollen hier durch die Mauer brechen. Und wenn wir das schaffen, ja. Was ist denn mit denen? Naja, die sind Geister. Ich bin Xebrasch. Genau, das ist Xebrasch. Das ist Kogax und das ist Undrasch. Und das ist Ingrasch, aber den kannst du vergessen. Er ist ein Hügelzwerg. Faszinierend. Boltax, kann ich dich kurz sprechen? Ich will Apfelkuchen. Ja, Rafim, was ist denn? Das sind Geister. Das ist dir aufgefallen. Ja, ich hatte am Anfang einen ganz schönen Schrecken gekriegt. Er sucht seinen Freund, Seemax. Aber der mein ist ja Bruder. Nicht. Das ist mein Bruder, nicht mein Freund. Ist ja auch egal. Also. Boltax, was machen wir denn jetzt mit den Geistern? Ja, wenn wir durch die Mauer brechen, sind sie weg, weil sie erlöst sind. Ganz einfach. Also würde ich sagen, wir brechen durch die Mauer. Der Ball lebt. Er ist vom Bauwahn ergriffen. Das kommt uns zugute und das kommt ihnen zugute. Eine beidseitige Gewinnsituation. Nur für den Ball wird es blöd, weil wir machen ihn kaputt. Also, das klingt erstmal seltsam, aber wenn du meinst... Ja. Holst du die anderen? Ich bleib bei den Geistern. Ich würde einfach mal durch den Tunnel brüllen. Und nach Mira pfeifen. Ich würde mal nach Mira pfeifen. Ja, Rafim ruft um Hilfe, nur noch das Echo seiner lauten Stimme, irgendwas ruft er. Dann kommt ein lauter Pfiff und dann könnt ihr sehen, wie Mira mit ihrem dicken, balzigen Gestalt dann durch den Tunnel hindurchbricht. Herrje, jetzt sind beide in Schwierigkeiten. Ich fürchte, wir müssen nachschauen. Ja. Na gut, ich gehe vor, haltet euch hinter mir. Sudamin ist hinter Rafim hergegangen und als er dann brüllt, hat es ihn fast erreicht und fährt es erstmal zusammen und hält sich die Ohren zu. Rafim! Was? Ich hab die anderen gerufen. Ich würde übrigens aus dem Weg gehen, da kommt gleich ein Bär. Sudamin zieht sich in eine Nische zurück. Rafim macht sich mal bereit, den Bär in den Empfang zu nehmen. Ja, so rumpelt und dann kannst du sehen, wie das weiße Ungetüm auf dich zurennt, dir in die Arme stürzt. Da machst du Papa stolz. Guck mal, hast du gesehen, Boltax, wie gut sie gehört hat? Ja. So ein feines Mädchen. Mira, das ist Xebrasch und Ondrasch und Kugrax und das ist ein Hügelzwerg. Ja, Mira, das sind Geister, ich weiß. Boltax sagt, das wäre in Ordnung. Ja, das sind, glaube ich, gute Geister. Die wollen das gleiche wie wir. Das geht ein bisschen über meine... Wie sagt man das nochmal, ohne sich selbst zu beleidigen? Ich bin da zu blöd für. Ja, du bist halt... Ja, es liegt außerhalb eurer Expertise. Können wir aus diesem Tunnel nicht raus? Es tut so weh. Weil mittlerweile könnt ihr wohl auch erkennen, wenn ihr dann nach und nach vorgerückt seid in diesen kleinen Tunnel, beziehungsweise diese Kaverne, die sich da geöffnet hat, diese Kammer... wie sie allesamt sehr verbrannt aussehen, ihre Haut ist abgeschart, als ob sie da irgendwie von Feuer oder von Säure dann angegriffen worden sind. Nun, was tun wir jetzt? Was ist das? Wir helfen Boltax Geistern. Frag nicht nach. Boltax. Also ja, Alan, das ist Xebrasch, das ist Ondrasch, das ist Kukrax und das ist ein Hügelzwerg. Ingrasch. Ingrasch Apfelwiese, aber das ist egal. Boltax, die sehen tot aus. Ja, das liegt daran, dass es Geister sind. Habt ihr Kuchen? Oder Käse? Nein. Also ja, dann wollt ihr helfen, diese Geister zu erlösen? Käse. Und gut, dann wo sind ihre Knochen? Andere Knochen sind verbrannt. Sie liegen irgendwo im Mauer. Im Mauerdurchbruch. Sie sind verwachsen damit. Scheiße! Wir waren schon fast durch. Seht ihr die Säulen? Die haben wir schon entfernt. Na, dann besteht kein Zweifel, wir müssen ihre Knochen aus der Mauer holen. Ja. Nun, vielleicht sind sie schon lange zerfallen. Verzeiht die Herren. Sind eure Knochen hier denn noch in der Nähe oder ist das nicht mehr möglich? Die können überall mittlerweile sein. In dem Bauwahn, so wie das Gestein, in der geschoben wird,
die Würschrate. Er spuckt da mal aus. Also, es sieht sehr merkwürdig aus, wie sich diese Geistersens mitten im Flug auflöst. Verzeiht, was ist denn ein Bauwahn? Konstruktionswahn. Sie bauen und bauen. Wer genau denn? Als ob sie von Angrim aus beseelt ist. Boah. Die Mauer. Er klopft einmal. Er klopft einmal auf die Ranken und die Stelle, wo sie sich hin durchgegraben haben. Die Mauer, ja. Haben wir schon Durchbruch gewagt, aber wie gesagt, die ist so gewachsen, hört doch zu. Guter Zwerg, wie dick ist die Mauer an dieser Stelle? Könnt 8 Meter. 8 Meter. Oh. Nun, das wird eine lange Grabung. Dann fangt doch mal an. Wir sind seit 6 Jahren hier. Ich denke, dass wir ihre Knochen nicht finden können, ist nicht das Problem. Sie haben eine Aufgabe. Wenn wir ihnen helfen, die Aufgabe zu erfüllen, werden sie die Hacken niederlegen können. Genau. Sagt, müssen wir an dieser Stelle durchbrechen? Oder können wir die Mauer auch an einer anderen Stelle durchbrechen? Geht sie einfach zum Einsturz. Hier, 3 Säulen, das sind tragende. Das wird dann sicherlich irgendwann wieder zuwachsen, aber... Erstmal hier und hier die Decken destabilisieren und dann landet ihr sicherlich direkt unter den untoten Kasematten. Der eigentliche Wall beginnt dann erst da drüber, aber von da aus könnt ihr dann noch innen nach da oben. Wie dick sind diese Säulen? Stützen? Kannst du mal auf Baukunst oder auf Steinmetz würfeln, eins von beiden. Würde ich auch machen. Klar. Aber ja, du versuchst so ein bisschen das einzuschätzen, aber dadurch, dass sie nicht rund sind, sondern chaotisch, kannst du das nicht wirklich einschätzen, wie dick sie sind. Boltax kann das schon sehr viel eher einschätzen. Und zwar würdest du vermuten, dass sie hier und hier mit einer Spitzhacke, du blickst dich ein bisschen rum und unabhängig jetzt von diesen geisterhaften Spitzhacken gibt es hier auch noch andere Möglichkeiten, mit denen man dann eben diese Säulen einstürzen lassen könnte. Kannst dann noch ein paar Fässer sehen, die angerottet sind, aber da liegen dann wohl auch noch andere Hacken umher, die man vielleicht benutzen könnte, ohne dass sie brechen. Und wenn man dann ein bisschen Schaden gegen die Säule hier und hier und da macht, dann könnte das Ganze wegbrechen. Ja, hat er recht. Ja, schaut mal, wenn man hier, das wäre ein tatsächlicher Angriffspunkt und dann dort. Und wenn man hier dann noch einen gezielten Schlag setzt, dann könnte es tatsächlich einbrechen. Und was machen wir? Ihr wisst schon, was passiert, wenn ein Stollen einbricht. Nicht der Stollen. Der Stollen ist von Zwergenhand gemacht. Der bricht nicht so einfach ein. Es entsteht aber eine große Geräusch- bzw. Staubwolke, nicht wahr? Und für gewöhnlich zündet man solche Unterminierungen an. Das Feuer macht dann den Rest. Oh, habt ihr Angst vor ein bisschen Staub? Nun, wir könnten ersticken in diesem Tunnel. Ach, das Erz wird uns schon nichts antun. Verzeiht mir, wenn ich auf euer Angrosch-Vertrauen nicht zurückblicken kann. Nun, aber Baltax, wir haben doch schon festgestellt, dass es hier großflächige dämonische Verunreinigungen gibt. Könnt ihr wirklich mit den gleichen Gesetzesmäßigkeiten rechnen, die von normalem Erz ausgingen? Und vor allem eure Artgenossen nicht an genau dem gestorben, was aus der Mauer kam, nachdem sie aufgestoßen hatten? Nein, es wurde Säure über sie gegossen und Feuer. 6 Mal haben wir das schon erlebt. Immer am Jahrestag. 23. Ingrim. 6 Mal sind wir verbrannt. Lass nicht zu, dass wir ein 7. Mal verbrennen. Nein, das werde ich auf keinen Fall. So, wir machen jetzt den Durchbruch hier. Vielleicht sollten wir etwas vorbereiten, damit wir in gescheiter Entfernung von diesem Zusammenbruch dann sind. Vielleicht sollten alle, die sich nicht damit auskennen, den Stollen verlassen. Ja, warum ziehen wir uns nicht alle zurück und du machst es? Und sobald sich das Rumoren gelegt hat, kommen wir wieder rein und schauen, ob das bisschen Ernst dir etwas getan hat. Ich brauche aber ein paar kräftige Hände, die mir helfen. Ich kann dir nicht... Ich helfe dir, Boltax. Lass die Feiglinge ruhig gehen. Das ist gut, das ist gut. Was? Das heißt doch, nichts mit Feigheit zu tun. Rafim, ihr habt die Angewohnheit Feigheit und... Verzeiht. Ihr habt die Angewohnheit Feigheit und Lebensmüdigkeit miteinander zu verwechseln. Ja, geht.
Wo muss ich hinschlagen, Boltax? Wenn ihr meine Hilfe benötigt, dann sagt es. Ja, es wäre ganz gut, wenn wir zumindest zu viert arbeiten würden. Ihr seid ja etwas größer, das heißt, ihr könnt etwas besser ausholen als ich. Ich würde die Anweisungen geben, wo genau ihr am besten schlagt und wie ihr am besten vorgeht, sodass wir wirklich keinen Schaden nehmen. Und ihr haut dann einfach feste drauf. Feste draufhauen, ne, das kriegen wir wohl hin. Seht ihr, Isorun, da ist euer Mut. Komm mal bei mir. Lass doch nicht die Weiße Gilde dich so vorführen. Na gut. Ja, ich würde mal anpacken an den Stellen, wo es nötig ist, wo ich es glaube. Und ja. Ich würde gerne eine Bergbauprobe würfeln, um sie zu dirigieren. Ja, mach das mal. Finde ich gut. Ich schieb derweil Zulamin ein bisschen vor mir her durch diesen Gang, den wir gekommen sind, damit wir nicht hier drin stehen, wenn die ganze Sache einstürzt. So, du gehst dahin, noch ein Stückchen weiter nach. Ja, genau. Und siehst du etwa anderthalb Finger über dir dort einmal fest draufhauen? Und Isarun, ja, genau, perfekt. Sehr gut, hier? Wo du stehst. Okay. Ah. Da auf Kopfhöhe? Richtig, richtig. Gut. Sollen wir das alle gleichzeitig machen oder einfach hintereinander? Das wäre am besten. 1, 2, 3, zugleich! Klock. Ja, so könnt ihr mit der Anleitung von Boltax und der fachkundigen und dem fachkundigen Auge von Abel mir das Ganze dann nach und nach zum Splittern bringen, zum Bersten. Und nach und nach geben dann die Säulen nach, rutschen weg und ein großer Teil kippt dann, so wie Boltax es angesagt hat, nach innen weg und nicht nach außen. Es gibt zwar auch eine ganze Menge an Schuttstaub und ja, ihr werdet grau eingenebelt, aber am Ende werdet ihr dann den Wall nach innen brechen können, wo ihr dann in einer großen, ja, Kasematte steht. Um euch herum, beziehungsweise vor euch, stehen dann, ihr würdet sagen, 20 Untote, die hier einfach nur stehen und sich nicht bewegen, reglos. Der Raum ist ziemlich groß, also er ist nicht ganz 8 Meter lang, beziehungsweise breit, aber sehr, sehr lang gezogen und dann noch über viele, viele Treppen, dann nach unten und nach oben, wo dann weitere viele Untote reglos stehen und darauf warten, dass sie benutzt werden. Haben sich die Zwerge irgendwie verändert? Verdünnisieren sich die? Okay. Ja, gut. Kommen die Zwerge denn mit uns? Wir können uns von hier nicht entfernen, das haben wir schon versucht. Hier sind wir gestorben. Ich sage, eure Aufgabe ist getan, der Durchbruch ist gelungen und nun seid ihr frei. Also sie gucken auf ihre Hände, warten, dass sie sich auflösen, es passiert nichts. Das hätte ich mir anders vorgestellt. Nehmen wir an, wenn das Rumpeln vorbei ist, kommen wir dann auch wieder zurück. Nun? Ja. Vor euch grauen Staub eingenebelt, die Untoten. Mindestens seit 6 Jahren tot, einige noch sehr viel älter. Nachdem ich der Staub gelegt habe, gucke ich mal auf den Boden, auf die Wände, auf die Decke. Gibt es dort irgendwelche Linien, Hieroglyphen, Runen, wie auch immer? Vor allem Ranken, dämonischer Art mit Stacheln, die sich auf euch zubewegen. Seraphim, bist du nicht deiner, nicht unbedingt Blutlust, aber Kampfeslust ein wenig Absorge tragen, wenn du diese Untoten dort zerschlägst, bevor sie aufwachen? Ich weiß nur nicht, ob dann alle aufwachen. Ich halte es auch für Das werden klüger. Wir erfahren, wir halten dir derweil die Ranken vom Leib. Ich halte es für klüger, sich möglichst unbemerkt durch die Reihen zu schleichen. Wenn sie aufwachen, dann erwachen sie beim ersten Schritt. Und uns dann weiter drinnen den Rückweg abzuschneiden. Warum sollten sie das tun? Die Mauer wird sowieso zuwachsen. Wir müssen, denke ich, ohnehin einen anderen Rückweg nehmen. Das Dornblatt greift an mit der Initiative 12. Ja, ich zieh vor und haus weg. Ja, dann kannst du mal Schaden machen. 11. Ja, reicht nicht. Reicht dann nicht? Nein. Cool. Guck mal, ich zieh vor und haus oben. Alles klar, gut. 30 Lebenspunkte haben die einzelnen Ranken. Und das sind eine ganze Menge Ranken, die an euch herankommen, aber mit gemeinsamen Schwertstreichen könnt ihr die tatsächlich dann auch zerschlagen. Sie sind erstaunlich kräftig und bluten dann magische Fäden aus, die sich dann so auch ein bisschen zerstieben. Aber ihr könnt tatsächlich dann auch diese silbernen, schwarzen Dornen erkennen,
die sich jetzt wohl mittlerweile schon durch diese ganze Anlage geschoben haben. Und es gibt eine, ja, zumindest ist die Mauer jetzt schon mal belebt und hat das Eindringen bemerkt, sodass jetzt auch einige Ranken oder Dornblätter, einige Steine jetzt von kleinen, ihr würdet sagen, kindergroßen Kreaturen, Golems, gehalten werden, die jetzt durch diese Untoten hindurchmarschieren mit großen Steinbrocken in den Händen, die dann irgendwie in ihren kindergroßen Händen ja so ausgefüllt sind und dann jetzt automatisch durch diese Reihen der Untoten auf euch zumarschieren und dann versuchen, diesen Fall wieder auszubessern. Und gut, rein oder raus? Jetzt oder nie? Rein. Dann springe ich rein und trete das erste Kind an die Seite. Ja, ist wie gesagt kein richtiges Kind, aber ein kindergroßer Golem, der dann noch umfällt, sich wieder versucht aufzurappeln. Du kannst wohl sehen, wie, ja, einige haben wohl auch verschiedene Augen oder vier Arme, andere bestehen wohl auch selbst so ein bisschen aus Pflanzen oder aus Tollkirschen tatsächlich. Und einige haben auch lange Dornenarme, die dann wohl noch irgendwas tragen. Und ja, das wird jetzt sicherlich, ihr würdet sagen, so viele oder so wenige, wie da jetzt kommen, dauert das jetzt vielleicht 30 Minuten, bis dann dieser Wall, den ihr jetzt zerschlagen habt, wieder ausgebessert ist, aber das ist definitiv, in kurzer Zeit wird das wieder zugewachsen sein. Und ja, dann auch der Grund, warum die Zwerge nicht erlöst sind. Würde Jalan auf jeden Fall folgen. Nun drücke ich ab und zu mit meinem Schild irgendwas beiseite, was im Weg steht, einen Untoten oder so ein Golem, der vorbeikommt. Und dann geht's weiter hinein. Auf die nächste Treppe zu, wenn einer so sehen ist. Ja, es sind wie gesagt eine ganze Menge Treppen. Viele Ebenen, auf denen die immer noch reglos stehen und solange ihr keinen von denen köpft oder angreift, sondern sie einfach nur beiseite buxiert, wird doch nichts passieren. Aber mir, was denkt ihr? Hinauf, oder? Ich denke auch, wir müssen das Herz dieser Anlage finden. Herz. Ist ein Antagonismus, nur ein Bild, wenn ihr so wollt. Und verzeiht, das Maß an dämonischen Anlagen, das ein buchstäbliches Herz hat, war in letzter Zeit relativ hoch. Nun, ihr wisst aber, was ich meine. Ihr erinnert euch an die Arche? Mhm. Das müssen wir finden. Und seht ihr denn eine Ader oder etwas? Hör ich mal, ich leg den Kopf nicht direkt an die Wand, aber ich halte was hinan und hoffe, etwas zu hören. Es braucht